Moin Moin Leute und herzlich willkommen. Wie immer, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und zuguckt. Wir sind hier jetzt, ja, für die es nicht wissen, das ist hier mein Anfangshühnerhof gewesen, wo alles mal begonnen hat. Aber kennt ihr ja schon die Geschichte. So, das sind jetzt noch alle Hühner, die da sind. Die sind, ja, sind jetzt, weiß ich gar nicht, 10. 10 sind jetzt in den letzten Monaten von uns gegangen. Auf jeden Fall. Ja, auf, an Altersschwäche, wie gesagt, da hinten auch die Perlhühner, die ganz kleinen, die wir da hatten, sind jetzt auch schon groß. Oder was heißt groß, ne? Aber schon ein bisschen größer geworden. Machen jetzt so die anderen beiden, die sind von davor, die sind schon ziemlich groß, also fast wie normales. Und ja, alles ganz harmonisch, läuft alles super hier, kann man wirklich nichts sagen. Hier haben wir noch die große Pute, die etwas ältere, da hinten daneben haben wir noch die ganz kleine Pute. Und ja, wo war ich stehen geblieben, Leute? Achso, ja, die von, also sind schon ein paar umgekippt, ein paar sind jetzt auch noch im Stall. Und da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufrüsten, ne? Wie gesagt, das waren hier meine ersten. Die sind jetzt vier Jahre. Und mit 7 Monaten, dann kriegt man die ja so, ne? Aber einige sind noch fit. Und ja, ist halt so. Was soll ich da machen, ne? Die sind halt so alt und muss man halt ein bisschen ersetzen, ne? Die Perlhühner gucken wir uns noch mal an kurz. Die werden wir auf jeden Fall die Tage oder die nächsten Wochen auf jeden Fall nach unten bringen. Die machen jetzt keinen Krach oder so, aber es ist halt unten für die, ja, weiß ich nicht. Da sind halt auch die Großen, ne? Die Eltern, sag ich mal. Da sind ja die Eltern. Und ja, auch ganz cool, ne? Hat sich alles gut entwickelt. Hier haben wir noch unseren schönen Zemani-Hahn. Den gibt es auf jeden Fall auch noch. Auch ganz ruhig. Ne, macht keinen Alarm, kann sich auf jeden Fall nicht mit anderen Hähnen. Ich habe das schon mal versucht und wollte hier schon mal einen zweiten reinmachen. Der ihn dann irgendwann mal ablöst, weil der auch schon... Oh, der weiß ich gar nicht. Den habe ich irgendwann mal geholt. Und der ist auch schon richtig alt. Der ist auch schon, weiß ich nicht, 4, fast 5. Also den habe ich schon etwas länger auf jeden Fall. Und der wird aber irgendwann abgelöst. Durch den Kameraden hier. Das ist unsere Nachzucht, aber aus fremden Eiern. Und der wird irgendwann mal hier oben das Revier auf jeden Fall übernehmen. Ja, mal gucken, wie das so funktioniert. Wenn er, also einen Hahn zusetzen ging nicht mit dem Zemani. Aber ich hoffe mal, dadurch, dass der Hahn mit ihm hier aufgewachsen ist oder seine Fittiche, sag ich mal, dass der dann ihn da auch annimmt, ne, als Kumpel. Ne, dass die das beide hier dann unter Kontrolle halten. Aber das werden wir auf jeden Fall sehen, was die Zukunft bringt, ob das überhaupt so funktioniert. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, auch immer witzig, finde ich, wie die Perlhühner dann immer lostrudeln hier. Und die Puten sind auch ganz verrückt hier. Die springen überall auf die Dächer und machen hier Kamikaze. Aber sonst, Leute, echt alles ziemlich harmonisch, ganz entspannt hier. Ne, wenn man mal nach einem stressigen Tag, dann kommt man hierher, guckt sich das an und dann läuft das wieder, ne? Ist ja so schon eine schöne Wiese. Schön alles mit Gras und verschiedene Gräser und sowas. Aber Leute, ihr wisst ja, hier fehlt auch noch was, ne? Dass die ein bisschen Schutz von oben haben, falls der Feind von oben kommt. Ja, und das werden wir heute mal im Angriff nehmen, ne? Ja, Leute, wir sind fast schon ein bisschen zu spät. Die haben schon einmal ordentlich durchgerodet hier, sag ich mal. Ja, hat er natürlich, wir können hier nicht einfach so her, ne? Und da habe ich gefragt, ob ich mir ein paar kleine Birken, Setzlinge und sowas da rausholen kann. Ja, sagt er, hat nur gesagt, muss sich beeilen, aber da das so schnell geht, du. Naja, gut, aber am Rand haben wir noch ein paar kleinere und ein bisschen größere. Da werden wir uns auf jeden Fall noch mal ein paar rausbuddeln. Wir werden dann auch wieder zurück von unserem Streifzug, von unserem Raubzug, sag ich mal, ne? Na, so schlimm war jetzt doch nicht. Ja, was wir nicht gekriegt haben, was wir eigentlich unbedingt, oder was ich eigentlich unbedingt wollte, Birke. Ja, habt ihr gesehen, die Fläche da war alles weggerodet, sind wir auf jeden Fall viel zu spät gekommen. Jetzt haben wir da ein bisschen Buche und ein bisschen Pappel. Und eine Eiche haben wir auch noch eine schöne gefunden. Und hier haben wir vom Nachbarn noch Pflaumenbäume geholt hier. Ja, dort schnattern die auch immer schön weg, wenn die so schön matschig sind, habe ich beobachtet. Dachte ich, Mensch, tust denen was Gutes. Ne? Und ja, ihr habt ja die Fläche gesehen, da muss auf jeden Fall was bepflanzt werden. Und dann hoffe ich mal, dass da von oben alles gut geht. Ne? So sieht es auf jeden Fall jetzt erstmal aus, Leute. Haben wir die Bäume erstmal an strategischen Punkten erstmal gut verteilt. Dass die ganze Fläche so ein bisschen ja, Schutz bietet.
Aber nicht alles zu wuchert, so dass da kein Rasen mehr unterwegs ist. Wir werden die natürlich nächstes Jahr, wenn die gut angewachsen sind, nochmal ordentlich beschneiden. Und oben Spitze ab, dass die schön buschig werden und sowas. Weil viel wichtiger als Schutz vorm Vogel oder was, ne, ist ja Schutz vor der Sonne. Da kann man sich ja natürlich mit irgendwelchen Sachen behelfen, da was zusammenbauen und was weiß ich nicht alles. Aber viel schöner ist natürlich einfach ein Baum. Ne? Wenn wir uns, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass viel schöner ein Baum ist. Ja, hier sehen wir nochmal, da hinten seht ihr die Hühner, dass ihr ungefähr wisst, dass die Fläche, wo die Fläche sich befindet, also ist auf jeden Fall gleich neben der Enten, da werden wir dann nächstes Jahr noch einen Durchgang machen, dass die dann hier immer abwechselnd auf diese Fläche können und dann wieder da hinten, wo das Haus steht. Weil da ist ja jetzt schon bei 100 Enten und 10 Gänse schon ganz schön runtergewirtschaftet, die Fläche. Und dass wir das nächstes Jahr mit doppelt so viele Enten, dass wir da nicht irgendwie in Bedrängnis kommen. Mit den Flächen oder was weiß ich, das ist ja nachher auch peinlich. Ne? Man erzählt hier die ganze Zeit, hier, wir machen das für die Enten gut und sowas. Und dann holen wir uns da 200 Enten oder 250 auf die Fläche und die ist total schwarz. Das ist ja dann auch nichts. Deswegen haben wir uns hier gekümmert, die Fläche gepachtet vom Amt hier, vom was ist das hier, vom Dörp, sag ich mal. Ne? Und ja, gibt noch andere Leute, die würden hier gerne auch die Fläche so. Die stand jetzt die ganze Zeit leer und jetzt kommen die Leute halt auf den Trichter. Ne? Jetzt versuchen die da die Fläche abzuluxen, aber... Unterschrieben ist unterschrieben. Wie ihr seht, die Buchen haben wir so ein bisschen, eine zentral, eine schöne, die so ein bisschen Tannenbaum-mäßig, ne? Sieht auf jeden Fall gut aus. Mal sehen, ob die dann auch, ja, da weiß ich nicht, der Kameramann sagt, der Wind war so doll da irgendwie, was weiß ich da, deswegen ist die so ein bisschen schief. Aber das, er sagt auch, das wächst wieder gerade, dann glauben wir das mal. Auf jeden Fall, hier vorne sind die Wasserrohre, da haben wir jetzt bloß die Pflaumen gepflanzt. Dass wir da nicht irgendwie mit der Wasserrohrfirma da in Bedrängnis kommen, dass die uns da nicht irgendwie voll labern. Und weil Pflaume ist ja jetzt von den Wurzeln her nicht so aggressiv, sag ich mal. Ne? Und ja, wenn der dann weg muss, dann muss er weg. So bei einer Buche hier, wie Sie sehen, Leute, guckt euch die an, wunderschön. Ne? Da können die Enten, 5 Enten können da schon sitzen. Ne? Und da hinten auch noch ein paar Buchen. Dann haben wir hier noch, hier, wie gesagt, Birken haben wir nicht gefunden. Waren wir einfach zu spät, aber ein paar Pappeln und dann wechseln wir die mal aus. Nächstes Jahr suchen wir nochmal ordentlich nach ein paar Birken und dann wechseln wir die einmal. Und dann ist gut. Ja, die hier vorne, da hatten wir auch schon mal welche gepflanzt, die haben sie abgemäht. Weil da hatten wir nämlich schon die Auseinandersetzung, dass da vorne nämlich die Wasserrohre sind und da dürfen so eine Bäume nicht stehen. Aber hier, Obstbäume darfst du überall pflanzen, da können die mir nichts erzählen. Die Wachteln fühlen sich auf jeden Fall auch wohl, Leute. Mit ihren hohen Gras hier. Die können sich da richtig geil verstecken. Ich habe jetzt einfach mal nicht gemäht. Wir werden hier auch noch mal alles ordentlich umstrukturieren, die Tage, bevor die denn, ja, was heißt die Tage, ne? Das dauert ja jetzt noch ein paar Monate oder ein paar Wochen, bevor das kalt ist, dann gehen sie wieder in ihr Winterquartier rein, dass sie hier nicht so frieren müssen, ne? Aber denen geht's auch gut, die legen jetzt keine Eier mehr, aber können ein bisschen, ein bisschen noch draußen und mehr heizen hier, das Gehege unsicher machen und ja, noch die Zeit genießen, ne? Und nachher wird es dann auf jeden Fall reingehen. Leute, guckt euch den an hier. Schon echt ganz schön der Brocken, ne? Bei der Bräule auch nochmal ein Abstecherchen gemacht. Den geht es natürlich auch gut. Sehen aus wie Sau. So Leute, das wäre es wieder gewesen. Kurzer Zwischenstand, kurzes kleines Video nochmal gemacht für euch. Den Bräulern geht es auch gut. Die werden gefühlt Tag zu Tag dicker. Hier, da hat auch geregnet vorhin. Da, denn natürlich mussten sie alle wieder im Maulwurfshaufen reingucken, ne, ins Loch. Ja, kannst du nichts zu sagen, als wenn sie da was finden, ne? Ja, das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wegen Schlachtvideo werden wir auf jeden Fall ein richtig geiles machen. Ne? Kann ich euch beruhigen, weil ein paar Mal schon die Frage kam. Werden wir auf jeden Fall alles ausführlich besprechen, zeigen, wie man es macht. Ein paar Tage noch, 2 Wochen noch, dann habe ich den Schlachtschein auch bestanden. Und dann kann ich euch das auf jeden Fall alles zeigen. Und... ja, ich hoffe, das wird euch gefallen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Haut rein.